Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Lach. So wichtig es ist, auf dem Glaubens- und Lebensweg einander beizustehen, füreinander da zu sein, einander Rat zu geben, so sehr gilt auch, dass wir in einem bestimmten Moment, ab einer bestimmten Phase auch alleine stehen, dass wir für das, was wir tun, was wir nicht tun, was wir glauben und erkennen, auch Verantwortung tragen. Es gibt das Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen. Und dort heißt es, die Törichten aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderten ihnen, dann reicht es nicht für uns und für euch, geht lieber zu den Händlern und kauft es euch. Dumm gelaufen, möchte man da sagen. Aber hier wird genau das deutlich. Man hat für sich selbst Verantwortung, auch auf dem Glaubensweg. Und Jesus fordert nicht von allen gleichzeitig, sondern von jedem Einzelnen diese Verantwortung, Rechenschaft für seinen Glauben ein. Bitten wir ihn immer wieder, um die Kraft dieser Verantwortung gerecht zu werden, die alle zusammen, die aber jeder auch für sich hat, im Leben des Glaubens. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, wir danken dir, dass du uns nicht allein lässt auf dem Weg unseres Glaubens, dass wir nicht allein an der großen Verantwortung unseres Glaubens tragen müssen. Und wir danken dir, dass du uns immer wieder Hilfestellung gibst. Doch hilf uns auch, dieser Verantwortung gerecht zu werden und das zu erfüllen, was du von uns erwartest. Führe uns durch die Nacht und hilf uns morgen, Verantwortung für unseren Weg zu übernehmen und dich zu bitten, uns auf diesem Weg zu helfen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.